Hallo, wunderschönen guten Morgen, mein lieber Michael Franke, CEO und Geschäftsführer von der GMP Soft GmbH. Heute soll es gehen um einen kürzlich neu gewonnenen Kunden bzw. Projekt. Hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass wir da letztendlich, ja, dass du davor so vorgegangen bist, dass du erstmal einen Workshop gemacht hast, dann einen Monat, einen sogenannten Probemonat, und da ist jetzt mehr oder weniger der Knopf dran. Beziehungsweise mit dem gestrigen Tag, und jetzt geht es eben weiter. Und da gibt es ja einige Themen gleichzeitig. Wir reden jetzt also hier von guten mittelständischen Firma, die auch, sagen wir mal, seit, ich glaube, seit, ja, vielen Jahrzehnten im Markt sind, also typischer Mittelständler. Ich schaue mal gerade auf Wikipedia. Die Einträge auf Wikipedia sind sowieso alle veraltet, ja, aber um die 500 Millionen Euro Umsatz. Ja, Fahrzeugbranche ist es, glaube ich, oder? Maschinenbau. Maschinenbau, kann man so sagen. 3.000 Mitarbeiter oder 2.000, so genau weiß man das nie. Ja, und weil Wikipedia da immer sehr nicht aktuell ist. Aber letztendlich geht es ja auch nur um die groben Kennzahlen. Und was, oder sag mal, da gibt es ja auch zwei, drei Themen gleichzeitig, die sich jetzt herausgestellt haben, wo es quasi fortführende Projekte geben könnte. Und da möchtest du jetzt mal ein Ding, haben wir uns vorab gesprochen, ein Projekt rausziehen. Das ist SharePoint. Also SharePoint ist wahrscheinlich auch ein Thema, das mehr oder weniger jeder Firma irgendwo einen Touchpoint hat. Also ich glaube, ich kenne, könnte man sagen, 99% oder 95% aller Firmen da draußen, größeren Firmen, haben irgendwie SharePoint im Einsatz. Ja, also selbst, also von ganz kleinen Firmen bis ganz großen, von daher vielleicht ein ganz cooles Thema, worum es da geht und warum dich das Projekt auch ganz besonders bockt und welchen Beitrag du da eben auch sehr gerne leistest. Ja, danke. Ja, also wie du schon gesagt hast, geht es um SharePoint. Da geht es im konkreten Fall darum, dass aus bestehenden Daten, die in diesen SharePoint-Listen beispielsweise hinterlegt sind, halt Dokumente generiert werden sollen. Und das ist eigentlich so ein ganz altes Thema. Ich weiß von anderen Firmen, die setzen da sehr viel von diesen Low-Code oder No-Code-SharePoint-Thematiken ein oder Technologien ein, geht auch. Also da kannst du auch wahnsinnig viel mit diesem Power Automate oder dergleichen, da kannst du da Prozesse definieren, die dann von einer Liste in die andere kopieren oder halt da Einträge hinzufügen und solche Geschichten machen. Das ist, ja, für, wenn es die Fachabteilung sich selber lösen kann, ist das eine ganz nette Möglichkeit. Also spart natürlich dann Entwicklungsleistung. Was man halt sich schon, oder was ich dir schon die Erfahrung gemacht habe, man kann in SharePoint auch wirklich Oberflächenentwicklung betreiben, auch mit den ganzen APIs hinten da raus. War für mich jetzt auch ein neues Feld, aber war da relativ schnell drin. Und da kann man halt auch wirklich coole, also mit Userführung, mit UI, UX, da kann man wirklich coole Anwendungen machen, die halt genau diese Ergänzung letztendlich zu diesen von der Fachabteilung zusammengestückelten Werken, würde ich es mal nennen, sind. Also ich habe, wie gesagt, da mit einer Kollegin da mal mir angeschaut, was die bei sich da in der Firma im Einsatz haben, bei einem größeren Laden. Und das geht schon, also man kann das schon so machen, aber irgendwo ist es halt dann von der User Experience her nicht so toll, dann musst du denen immer sagen, okay, du musst die Liste jetzt so und so ausfüllen, dann ist es nicht unbedingt in dem Button ersichtlich, was da gedrückt werden soll. Und wenn du halt da auf der anderen Seite mit relativ wenig Aufwand da wirklich so eine geführte Oberfläche halt hast, wo du den, wie so ein Wizard, den Nutzer dann durchführen kannst und aber trotzdem auf die Daten aus dem SharePoint zugreifen kannst, beziehungsweise dann auch wirklich Daten im SharePoint dann auch wieder selber erzeugen, dann kannst du je nachdem, was das für ein Prozess ist, da eigentlich mit relativ wenig, also vergleichsweise wenig Programmieraufwand auch wirklich noch einen ganz guten Mehrwert dann auch generieren. Okay. Und wo siehst du jetzt sozusagen da Möglichkeiten? Wie lange wird es sozusagen die Kundenbeziehung theoretisch deiner Meinung nach absehbar Bestand haben? Also es könnte ja theoretisch noch eine ganze Weile so weitergehen. Oder wie ist da so dein Plan, oder wie siehst du das, so den Scope, könnte man so sagen, oder so ein englisches Wort? Ja, also jetzt in dem konkreten Thema mit dem SharePoint, da haben wir jetzt schon mal einen ganz guten Aufschlag gemacht. Also das muss man halt dann noch
komplettieren, sage ich mal. Theoretisch gibt es aber gerade in dem Bereich auch noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Also gerade wenn man halt seine Prozesse da so ein bisschen digitalisieren will und da so ein bisschen Nutzerführung reinbringen will, dann kann man da schon auch noch einiges machen. Also von uns aus gerne, führt es gerne fort. Also hat bis jetzt auch gut geklappt, da die Zusammenarbeit. Kommt halt dann drauf an, aber das ist eigentlich genauso ein Thema, wo wir dann gut helfen können und wo man eigentlich mit relativ wenig Aufwand auch wirklich viel Hebel erzielen kann. Also das ist dann eben nicht so dieses, wo viele Angst haben in der Individualentwicklung, dass man wirklich bei Null anfängt und dann erstmal so ein riesiges Projekt für keine Ahnung wie viel hochzieht, sondern dass man halt wirklich punktuell schaut, mit den Mitteln, die man hat, also da so als Erweiterung von dem SharePoint, da halt irgendwie eine Verbesserung herzubekommen, ist eigentlich meines Erachtens auch genau der Weg und nicht irgendwie jedes Mal mit der großen Keule dann da reinzuhauen. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Art Missverständnis, das, was ich selbst, also ich persönlich selbst, weil ich komme ja eigentlich mehr aus der Standard-Software-Branche, also ich bin eigentlich groß geworden mit so Firmen, wo wir quasi verkauft haben, Lösungen für Adobe, Oracle, SAP jahrelang, Kaspersky 3-4 Jahre lang ein großes Team auch mit aufgebaut, so diese typischen Fertigprodukte und so weiter, alles eigentlich. Und erst so die letzten paar Jahre, so 4-5 Jahre, bin ich dann so in die individuelle Entwicklung, habe immer mehr Kunden auch da in die Richtung gewonnen gehabt und letztendlich ist es irgendwo aber gar nicht so, wie es manche irgendwie denken, dass man letztendlich, dass das immer irgendwie so sein muss, dass man irgendwie immer große Wurf machen muss oder immer große Risiken eingehen muss und das ist alles Blackbox und ist alles irgendwie kompliziert und schlimm und diese typische deutsche Schwarzmalerei manchmal auch, ja, und dann passiert halt immer ewig nichts. Ja, und im Endeffekt sind dann die Leidtragenden eigentlich dann die Kunden, also gar nicht so sehr du, weil du hast immer irgendwas zu tun. Ja? Es geht gar nicht darum, dass du dann die Leidtragenden, sondern einfach die Firmen, die dann einfach nicht vorankommen mit ihren Projekten und so weiter, weil man einfach auch also mal gedankliche Blockaden teilweise eben hat, also da, wo man überhaupt noch, also noch weit vorher eigentlich, bevor irgendwas Technisches überhaupt mal passiert ist oder über irgendein Lastenheft irgendwie geschrieben wurde, dass man da viele. Weil jeder Mensch nimmt ja auch immer so diese Erfahrungen der Vergangenheit mit in die Gegenwart. Ja? Also das ist eigentlich auch so ein typisches Beispiel aus dem persönlichen Leben, dass man immer, wenn man nicht aufpasst, man hat irgendwie schlechte Erfahrungen, man ist geschieden 2-3 Mal, man findet jetzt eine neue Flamme, ja? So eine neue Frau des Lebens. Und dann, was viele wirklich einen Fehler machen, ist einfach in die aktuelle, völlig neue Beziehung den alten Kram von früher halt mit reinziehen. Ne? Also von daher einfach immer wieder versuchen, alles wegzuwaschen. Weil wenn man mit dir zusammenarbeitet, du hast jetzt gerade sehr gut beschrieben, du arbeitest ja letztendlich mit einer kompletten, also mehr Standard wie SharePoint geht ja gar nicht oder Microsoft, ja. Bist aber letztendlich ein individueller Softwareentwickler, ja, und kannst dort aber super einen Hebel reinbringen. Und das ist immer eine der Schlüsselthemen immer. Warum bezahle ich vielleicht auch etwas mehr für einen externen Dienstleister? Ja, letztendlich unterm Strich ist alles Return on Invest basiert. Also wenn ich dir jetzt ein paar Euro mehr zahle, aber am Ende dann 5-mal mehr dann dabei rauskomme, dann habe ich dir im Endeffekt ja gar nicht mehr gezahlt. Dann habe ich dir eventuell den sozusagen absoluten Betrag, ja, den faktischen Betrag habe ich dir vielleicht überwiesen, aber im Endeffekt habe ich dir weniger gezahlt als wie jemanden, den ich weniger bezahlt hätte. Ja, also das muss man, den Mindset-Jump, den muss man auch erstmal verstanden haben, egal durch welche Brille man das sieht. Aber vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. Jetzt habe ich schon. Ja, also wir versuchen immer eigentlich die passenden Hilfsmittel eigentlich zu suchen. Darum sind wir jetzt auch technisch eigentlich gar nicht so festgelegt, was wir machen. Also wir machen SharePoint als ein Beispiel, aber nehmen auch ganz viele unterschiedliche Programmiersprachen, mit denen wir unterwegs sind. Und wir versuchen da halt immer für den Kunden das Mittel zu finden, was am besten passt. Und
Also hat auch beim Kundengespräch neulich, die wollten das in PHP haben, weil sie sich damit einfach besser selber auskennen. Dann sagen wir halt, ja, okay, also dann versuchen wir da jetzt nicht irgendwie mit der Brechstange irgendwie in Java oder sowas reinzukriegen, weil wir da halt irgendwie faktisch immer noch Vorteile sehen würden, aber so, also einfach weil wir auch schon Teile von dem, was gebraucht wird, auch schon in der Sprache irgendwie fertig hätten. Aber wenn eben für den Kunden da in der Konstellation das PHP die bessere Wahl ist, dann sollte man das halt auch so berücksichtigen. Und auf die Art und Weise, also da sind wir eigentlich auch stolz drauf, dass wir da in der Regel die beste Kombi für das Projekt immer finden. Also wir haben ganz angefangen vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder was, da war mal ein Projekt, da sind wir dann drauf gekommen, dass das Ganze sich super mit so Installer-Software lösen lässt. Also da war dann gar nicht viel Entwicklung notwendig, sondern dann hat man das immer mit so einem Setup-Programm von Windows da konfiguriert und dann hat man da einfach das immer so da seine Templates damit erstellt. Also kommt immer darauf an und je mehr man eben kennt, desto mehr unterschiedliche Werkzeuge kennt man da letztendlich, die man dann auch tatsächlich einsetzen kann. Ja, okay. Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Gratulation zu diesem neuen Kunden, relativ neuen Kunden und auch weiterführenden Kunden. Wenn ihr könnt auch gerne euch einen Termin buchen bei Michael Franke, einfach mal auf der Webseite vorbeischauen, jam-p-soft.com und dann verabschieden wir uns wieder gerne und wir sehen uns auch gerne wieder im nächsten Video. Dafür einfach den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Cool. Ja. Bist du ein bisschen verspielt? Das ist okay. Ich schau's mir mal an. Vielleicht gehen wir rüber, schauen wir mal an, wie es geworden ist.